nächsten Video. Hier kommt eine Frage zweier Teilnehmer. Es geht um den Hüfteinsatz im Rückwärtsgehen bei einem Block, zum Beispiel bei Akeuke oder Sotuke. Wenn die Hüfte im Schommen steht, gehen wir den Weg zurück, indem wir den Schommen so lang wie möglich beibehalten. Und zwar bis zu der Position, in der ich den Kontakt zum Partner, zum Beispiel wenn er mit Oizuki nach vorne kommt, den Kontakt zum Partner aufbauen. Das ist der Moment meistens, in dem ich das Gewicht aufs hintere Bein gelegt habe. Hierbei habe ich zum Beispiel beim Akeuke, die Haltung ist schon hier vorne und dieses Bein lässt sich frei bewegen. Hier schaffe ich mit dem Bein hinten eine Basis, in dem Moment, wenn der Kontakt hier aufgenommen wird. Diese Basis ist wichtig, wenn ich Kontakt aufnehme, einen stabilen Stand zu haben. Ich bin dabei immer noch im Schomen. In dem Moment, wenn ich jetzt den Angriff weiterleite, setze ich hinten die Ferse ab und ich mache eine synchrone Bewegung mit der Hüfte und der Schnappbewegung des Armes. Langsam. Das gleiche würde auch gelten für den Sotuke. Das gleiche würde auch gelten, wenn ich nicht in Senkutsudachi zurückgehe, sondern in Kokutsudachi hinten absetze. Ich habe hier den Kontakt zum Partner aufgebaut und drehe mich synchron zusammen mit dem Absetzen und das Drehen des hinteren Beines in mein Sotuke. Wenn ich nun schon in Hamnidachi stehe, zum Beispiel in einem Akeuke, habe ich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass ich genau in der Hälfte der Bewegung, also wenn ich mein ganzes Körpergewicht auf meinem hinteren Bein habe, also in diesem Moment, dass ich mich Shomen ausrichte, die Basis schaffe im Kontakt für den Partner und dann wieder das gleiche Muster wie vorher, Synchronisation, hinteres Bein absetzen und dabei die Hüfte drehen, Schulter drehen und Schnappbewegung des Akeukes. Es gibt auch noch die zweite Möglichkeit, man muss sie manchmal nutzen, je nachdem wie schnell der Angriff kommt. Die Möglichkeit ist diese, ich bleibe in Hamnidachi, ich gehe nun zurück auf das hintere Bein, bis ich das ganze Gewicht hier habe. Und jetzt von hier aus habe ich nicht noch die Zeit, mich extra zu drehen, sondern es folgt wie ein Doppelblock. Dieses Herabfallen des Armes ist zum Beispiel schon der Block. Basis geschafft, abdrehen. Die letzte Variante, die aus Hamnidachi und Hamnidachi bleiben, ist anspruchsvoll. Jedoch, wenn der Angriff sehr, sehr schnell kommt, habe ich eventuell nur noch die Möglichkeit, aus dieser Position schnell hierüber zu gehen und mich dann erst abzudrehen. Das sind also zwei Punkte, die sehr wichtig sind für eine Rückwärtsbewegung mit einem Block. Das erste ist eine gute Basis schaffen, indem ich bei der Kontakt- oder während der Kontaktaufnahme mit dem Partner einen sicheren Stand habe. Und das zweite ist die Synchronisation des Unterkörpers und des Oberkörpers. Diese zwei Aufgaben lohnen sich zu üben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, lasst euch Zeit beim Üben. Bis zum nächsten Mal.